2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Jane Curran hat ihr ganzes Leben in Oxford verbracht. Sie ist hier aufgewachsen, hat am St. Anne's College studiert, hat hier ihre Kinder großgezogen, in einem Verlag gearbeitet und kennt jeden Winkel dieser Stadt. Ganz besonders liebt sie den Klang der Glocken. That's Merton College. Jede Glocke erkennt sie am Klang. Ob die des Merton College oder die berühmteste von allen, Great Tom. That's Tom in at the back now. Oh, that's nice. I love to hear the clock striking in Oxford, actually. The bells. Great Tom, 7 Tonnen schwer, hängt im Glockenturm des Christchurch College. Mit dieser Glocke verbindet sich eine der unzähligen Geschichten, die Oxford prägen. The bell rings, it strikes 101 times every evening, beginning at 9:05. Die Glocke schlägt 101 Mal, jeden Abend ab 9:05. Weil früher 101 Studenten in diesem College waren. Und dies die Zeit für sie war, nach Hause zu kommen. Ab 9:15 galt die Ausgangssperre. Die Glocke schlug einmal für jeden Studenten. Noch heute kann man, auch aus großer Entfernung, wenn nicht zu viel Verkehrslärm ist, Great Tom schlagen hören. Der Grund, warum die Glocke ab 9:05 schlägt, ist, als sich das Eisenbahnsystem in Großbritannien entwickelte, wurden die kleinen Zeitunterschiede zwischen Ost und West abgeschafft. Überall im Land galt die gleiche Zeit, um die Fahrpläne übersichtlich zu machen. Doch in Christchurch sagte man, schön und gut, aber Tatsache bleibt, dass hier die Sonne immer noch 5 Minuten später aufgeht als in Greenwich. Also bleiben wir bei unserer eigenen Zeit, der Christchurch-Zeit. 5 Minuten später als überall sonst in Großbritannien. Deshalb ist auch das weiße Kaninchen immer zu spät gekommen. Es war ein Christchurch-Kaninchen. Das weiße Kaninchen gehört zum bekanntesten Stück Weltliteratur aus Oxford. Alice in Wonderland. Der Autor Lewis Carroll hat am Christchurch College gearbeitet. Im großen Speisesaal hängt sein Porträt. This is the most famous dining hall in Oxford. Dies ist der berühmteste Speisesaal in Oxford. Hier hat Lewis Carroll, der Alice in Wonderland geschrieben hat, zu Abend gegessen. Am High Table, der Tafel der Dozenten und Professoren, die erhöht auf einer Empore steht. Sein Porträt hängt dort um die Ecke. Und hier hängt der Vater von Alice. Es gab das Mädchen namens Alice wirklich. Ihr Vater war der Leiter des Colleges in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er lebte im College mit seiner Frau und seinen 10 Kindern. Alice war eine der Töchter. Und Lewis Carroll, der selbst keine Kinder hatte, nahm Alice immer mit zum Rudern auf der Themse. Und beim Rudern erzählte er ihr die Geschichten, die er später aufschrieb und Alice als Weihnachtsgeschenk überreichte. Im Buch ist er der Dodo. Und sein richtiger Name war Charles Dodson. Und er stotterte. Für Alice war er Professor Dodo. Der Dodo ist eigentlich ein Vogel, den es gar nicht mehr gibt, aber im Buch gibt es den Dodo. Und das ist Lewis Carroll. Der festliche Speisesaal des Christchurch College ist noch aus einem anderen Grund berühmt. Hier wurden die Harry-Potter-Filme gedreht, beziehungsweise in einem Nachbau. Weil die Filmarbeiten das College-Leben zu sehr gestört hätten, wurde der Saal originalgetreu in den Filmstudios nachgebaut. Aber am Treppenaufgang zum Speisesaal wurde tatsächlich gefilmt. Dies hier ist das Treppenhaus. Und im ersten Harry-Potter-Film, Harry Potter und der Stein der Weisen, war dies die Treppe, auf der die neuen Schüler von Professor McGonagall begrüßt werden. Sie stand ganz oben. Und als die neuen Schüler die Treppe hinaufkamen, begann die Treppe, glaube ich, zu schwanken. Ich hoffe, sie schwankt jetzt nicht auch für uns. Wer durch Oxfords Gassen läuft, kommt nicht unbedingt ins Schwanken. Ins Staunen aber schon. Oxford ist die älteste Universität der englischsprachigen Welt. Viele Gebäude stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die Universität besteht aus 39 Colleges. Sie haben zahlreiche berühmte Schriftsteller und Nobelpreisträger hervorgebracht. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben hier studiert. Und 25 britische Premierminister. Auch die erste Premierministerin, Margaret Thatcher. She was at one of the women's colleges, of course. In those days there were 5 colleges for women. So she was at Somerville. Sie war an einem der Frauen-Colleges.
Zu ihrer Studienzeit gab es 5 Colleges allein für Frauen. Sie war in Somerville. Dort hat auch Indira Gandhi studiert. Benazir Bhutto aus Pakistan, deren Sohn heute in Christchurch ist, war in Lady Margaret Hall, auch eines der Frauencolleges. Aung San Suu Kyi, die heute in Birma unter Hausarrest steht, war in St. Hughes. David Cameron, heute britischer Oppositionschef, war an einem College mit dem lustigen Namen Brace Nose, Messingnase. Dort war auch der Schriftsteller William Golding, der den Herrn der Fliegen geschrieben hat. Tony Blair hat Jura in St. John's studiert. Auch Albert Einstein war in Oxford, hat in Christchurch als Gastprofessor unterrichtet. Die Tafel, auf die er damals geschrieben hat, ist heute im Naturkundemuseum. Und niemand hat sie je abgewischt. Man kann immer noch sehen, wo Einsteins berühmte Hand die Kreide auf der Tafel entlang geführt hat. Und jetzt sind wir an der Rückseite des University College. Hier war Bill Clinton als Student, mit schulterlangen Haaren und Rauschebart. Es ist das älteste College, gegründet im Jahr 1249. Wenn die Sonne scheint in Oxford, schimmern die alten Gemäuer der Colleges ockergelb. Die Türme und Türmchen heben sich strahlend gegen den blauen Himmel ab. Alles ist original erhalten. Oxford blieb im Zweiten Weltkrieg von deutschen Luftangriffen verschont. Und wenn man die Innenhöfe der klosterähnlichen Colleges betritt, fühlt man sich tatsächlich auf einer Zeitreise. Die Pförtner, die Besucher nur wenige Stunden am Tag einlassen, tragen zum Teil jahrhundertealte Tracht. Erst wenn ein Student mit Laptop unter dem Arm und Handy am Ohr aus einer Tür tritt, wird man wieder ins Heute zurückversetzt, um wenig später im College-Garten wieder ins Gestern abzuschweifen. Was Oxford wirklich besonders macht, sind diese ruhigen Gärten. Sehr, sehr friedliche Plätze. Genau das wollten die Gründer der Colleges auch. Sie wollten Orte der Ruhe, die Studenten von den Verlockungen des Stadtlebens fernhalten. Denn obwohl das ursprünglich alles Mönche und Nonnen waren, haben sie sich nicht besonders gut benommen. Und die Colleges sind Orte der Ruhe geblieben. Manchmal fragen mich Leute, wo sind sie eigentlich, die Studenten? Dann sage ich, nun, einige arbeiten in der Bibliothek, manche rudern wahrscheinlich auf dem Fluss, manche sind vielleicht einkaufen, andere lieben sich mit ihrem Partner im Bett, so ist das. Jedenfalls findet man hinter den hohen Mauern, die die Colleges umgeben, immer noch diese Atmosphäre der Konzentration und Ruhe. Vor allem die Gärten sind absolut friedvolle Orte. Ein anderer Ort, an dem man Oxfords Studenten trifft, ist das Pub. Das bekannteste heißt King's Arms. Dort sitzt am Abend auch Patrick McFarlane. Er sieht müde aus. Sein Tag war lang. My day started by getting up at 5 a.m. to travel up to. Mein Tag hat um 5 Uhr angefangen. Da bin ich aufgestanden und das kurze Stück zum Fluss gefahren, um zu rudern. Ich trainiere 2 bis 3 Mal die Woche so früh und am Wochenende. Das Rudern ist sehr wichtig für mein Leben in Oxford. Es gibt meinem Leben Struktur und ich liebe es. Es ist ein gutes Gegengewicht zur Arbeit, zum Studium. Ich würde sagen, insgesamt bin ich pro Woche ungefähr 20 Stunden beim Rudern. Patrick studiert im 3. Jahr englische Literatur. Der Plan, sich in Oxford zu bewerben, hat sich in den letzten Schuljahren entwickelt, sagt er. Ich hatte es im Hinterkopf, seit ich ungefähr 16 war. Es hängt natürlich sehr von der Schule ab, auf die man geht. Von manchen Schulen, vor allem Privatschulen, gehen viele Leute nach Oxford oder Cambridge. Von anderen, vor allem staatlichen Schulen, kaum jemand. Wenn man auf eine Schule geht, von der sich schon immer viele in Oxford beworben haben und gute Noten hat, wird es fast von Eltern und Lehrern erwartet, dass man sich in Oxford bewirbt, als natürlicher nächster Schritt. In Oxford sucht sich jedes der 39 Colleges seine Studenten selbst aus. Wer es durch die Vorauswahl schafft, muss eine Kombination aus schriftlichen Aufgaben und Interviews bestehen. Ist man drin, ist eines gewiss: Druck. Hier studieren nur die Besten. Und das Studium kostet Geld. Englische Universitäten dürfen Studiengebühren von bis zu 3.700 Euro im Jahr verlangen. Wenn man zur gleichen Zeit wie ich angefangen hat, zahlt man etwas mehr als 3.000 Pfund an Studiengebühren und noch einmal etwa die gleiche Summe für Lebenshaltung.
Viele nehmen dafür Kredite auf. Ich habe ausgerechnet, dass ich am Ende meines Bachelorstudiums rund 20.000 Pfund Schulden haben werde, was eine ziemlich große Summe ist. Aber die Kredite sind günstig. Sie werden von der Regierung bezuschusst. Also zahlt man wenig Zinsen. Aber das Thema bleibt immer im Hinterkopf. Patrick weiß mit 20 ziemlich genau, was er will. Nach dem Bachelor in Literatur will er Jura an einer guten Law School studieren, um dann als Anwalt zu arbeiten, am liebsten im sozialen Bereich oder in die Politik zu gehen. Was ich ganz sicher nicht will, ist für eine Bank zu arbeiten, weil mich das akademisch überhaupt nicht reizen würde. Ich bin grundsätzlich nicht an einer Karriere mit rein finanziellen Zielen interessiert. Und das ist es, warum die meisten Leute, die ich kenne, darüber nachdenken, in den Bankenbereich zu gehen. Nicht, weil es ein angenehmer Job ist, sondern weil es gut bezahlt ist. Das Wadham College, an dem Patrick studiert, gilt als vergleichsweise liberal, etwas weniger traditionsbehaftet als viele andere Colleges in Oxford. Obwohl er als Undergraduate auch hier wie in einem Internat lebt. Mit einigem Luxus, von den sogenannten Scouts, die täglich das Zimmer aufräumen, bis zu festlichen Abendessen, zu denen auch Studenten ihre schwarze Robe tragen. Und Patrick ist Mitglied in der Oxford Union, einem Debattierclub, in dem schon alle möglichen Berühmtheiten aufgetreten sind, von Rolling Stones-Sänger Mick Jagger bis zum afghanischen Präsidenten Hamid Karzai. Ich denke, die Oxford Union gibt einem die Möglichkeit, extrem einflussreiche Leute zu hören, persönlich zu erleben, wie es sonst nirgends möglich wäre. Was vielleicht noch wichtiger ist, sind die Themen, die auf diese Art in keiner anderen britischen Universität diskutiert werden, wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt. Mich hat besonders fasziniert, eine Reihe von hochrangigen britischen Militärs zu hören, die über die Strategie der USA und Großbritanniens im Irak und in Afghanistan gesprochen haben, darüber, wie ihre langfristigen Ideen für die Entwicklung der Region aussehen und wie man die vielen Toten rechtfertigen kann, die dort zurzeit zu beklagen sind. Hohe akademische Anforderungen, kombiniert mit stimulierenden anderen Aktivitäten aller Art, das macht die spezielle Oxford Experience aus, sagt Patrick, und verschafft eine einzigartige Grundlage für das weitere Leben. Ich denke, Oxford bietet jedem, der hierher kommt, die Möglichkeit, viel über sich selbst zu lernen, sich selbst zu entdecken, auch weil es hier so viele Aktivitäten am Rande des Studiums gibt, die auf äußerst hohem Niveau stattfinden. Ob es sich nun um Journalismus, Sport, Musik oder Theater handelt, das ist eine extrem wertvolle Erfahrung. Und natürlich bietet hier das Studium an sich das beste akademische Niveau, das man sich vorstellen kann. Vor allem durch das Tutorensystem. Die enge 1:1-Betreuung in jedem Fach. Das ist wahrscheinlich Oxfords größte Stärke, sich ständig mit dem Professor austauschen zu können, ständig bewertet und herausgefordert zu werden und in Themen so tief einzutauchen, wie man es sich nur vorstellen kann. Oxford ist nicht nur Universitätsstadt. Es ist auch eine ganz normale englische Kleinstadt mit Industrieanlagen wie dem BMW-Werk vor den Toren der Stadt, in dem der Mini gebaut wird, mit indischen, pakistanischen und chinesischen Restaurants, mit Kaufhäusern und Boutiquen und einer Fußgängerzone, in der gerade ein Straßenmusikant spielt. Die Geschichte Oxfords ist auch die Geschichte eines innerstädtischen Konflikts zwischen Town und Gown, wie man sagt. Town steht für das städtische Leben, Gown heißt wörtlich Universitätstalar und steht für alles Akademische. Die deutsche Julia Mannherz lehrt osteuropäische Geschichte am Oriel College, gehört also eigentlich zur Gown-Seite. Sie kennt aber auch die Town-Seite, wie sie betont. Ich bin insofern ganz glücklich, dass ich nicht im Stadtzentrum wohne, sondern in Cowley in der Nähe der BMW-Fabrik Mini. Und da wird mir dann doch manchmal wieder klar, dass Oxford zwar durchaus real ist und existiert mit all den schönen Sachen, aber dass es nicht natürlich die ganze Welt ist. Da merkt man auch manchmal die Konfliktlinien und dass da manchmal die Oxforder, die überhaupt nichts mit der Uni zu tun haben, auch manchmal ein bisschen genervt sind von der Uni und von vielleicht einer gewissen Hochnäsigkeit, die sie mit dieser Uni verbinden. Im Jahr 1355 eskalierte der Konflikt zwischen Town und Gown in Oxford. Es kam zum St. Scholastica's Day Massacre, das von der Stadtbevölkerung ausging und von den Behörden anfangs bewusst geduldet wurde. Am Ende waren 63 Studenten und 30 Stadtbewohner tot. Von solch gewaltsamen Ausschreitungen ist der Konflikt heute weit entfernt. Er existiert aber nach wie vor, etwa wenn es um Baugenehmigungen geht.
Als die Universität kürzlich einen Erweiterungsbau ihrer berühmten Bibliothek, der Bodleian Library, am Bahnhof beantragte, hat die Stadtverwaltung das abgelehnt. Der Erweiterungsbau steht nun meilenweit entfernt. Für die Akademiker ärgerlich, für die Städter ein leiser Triumph. Auch unser College wollte in der Nähe von Cowley Road, wo wir Land haben, noch etwas bauen. Das wurde nicht genehmigt, weil die Anwohner nicht noch mehr Studenten um sich herum haben wollten. So zumindest die Begründung. Der Konflikt hat auch damit was zu tun, dass England ja doch oder Briten doch sehr stark in Klassenkategorien denken und für viele Leute Oxford leider Gottes mit der Oberschicht assoziiert wird und sich auch, was sich gegen Oxford richtet, also auch Teil dieses ja, Klassengegensatzes ist. Und dass halt dann manche Leute denken, nach Oxford gehen nur irgendwelche etepetete Personen, auch wenn das wirklich nicht stimmt, dass deren Abneigung gegen soziale Ungleichheit sich dann auch in einem gewissen negativen Ansichten über die Uni niederschlägt. Doch es gibt auch Versuche, Stadt- und Universitätsleben zusammenzuführen. Viele College-Kirchen, deren Chöre Weltniveau haben, laden abends zur Chorprobe oder zum Konzert ein. Der Evensong in den College-Chapels steht jedermann offen und ist kostenlos. Auch das wichtigste Museum der Stadt, das Ashmolean, gehört eigentlich zur Universität, wendet sich nach einem großen Umbau, aber mit neuem Konzept, an die Allgemeinheit. Früher wirkte das Ashmolean akademisch und verstaubt. Jetzt hat es der Architekt Rick Mather in ein helles, einladendes Museum aus Stein, Stahl und Glas verwandelt. Im obersten Stockwerk betreibt Hugo Warner mit seinem Bruder Ben das erste Dachterrassencafé Oxfords. Wir sind in Oxford aufgewachsen. Ich habe meine Frau hier getroffen, in einem Pub gegenüber dem Ashmolean. Wir fühlen uns sehr heimisch hier. Wir kommen aus einer sehr großen Familie mit 9 Kindern. Die meisten von uns sind in Oxford zur Schule gegangen, die Klügeren auch zur Universität. Und viele von uns leben nach wie vor in Oxford. Meine Schwester in der St. John Street, gleich hier um die Ecke. Auf welcher Seite steht er denn, als Gastronom im ältesten Universitätsmuseum der Welt? Town oder Gown? Ich denke, ich bin ein Townie in Wahrheit und nicht auf der Gown-Seite. Ich bin auch nicht an der Universität gewesen. Nachdem ich sehr lange in Oxford gelebt habe, sehe ich es aber nicht mehr aus dieser Perspektive. Das wird als der große Konflikt dargestellt. Aber heutzutage vertragen sich eigentlich alle. I think one of the lovely things about Oxford is that actually you have both the university and. Ich denke, eines der schönen Dinge an Oxford ist doch, dass wir hier beides haben: die Universität und Leute, die hier ganz normal leben und arbeiten. Ich denke, das macht die Einzigartigkeit aus. Genauso wie in Cambridge. Viele Freunde von mir haben in London gearbeitet und kommen jetzt zurück, um wieder in Oxford zu leben. Also, es ist viel mehr als die Universität, auch wenn die Oxford berühmt macht. Apropos Cambridge. Die Rivalität mit der anderen englischen Elite-Universität ist in Oxford stets gegenwärtig. Freya Johnston hat in Cambridge englische Literatur studiert und unterrichtet. Jetzt lehrt sie am St. Anne's College in Oxford. Ja, ich habe 13 Jahre in Cambridge verbracht, bevor ich nach Oxford kam. Ich bin erst seit 2 Jahren hier. Ein Verräter, wie man sagt. Abgesehen von akademischen Feinheiten ist der Unterschied, Cambridge ist flach wie ein Pfannkuchen und Oxford ist von Hügeln umgeben. Und Oxford ist eine gemischtere Stadt. Die Colleges sind mehr über die Stadt verteilt. Oxford ist viel bunter gewürfelt, ein Mischmasch. Wenn man an der Magdalen Bridge ein traditionelles Punt besteigt, ein langes, schlankes Boot, das mit einer paddelähnlichen Stange bewegt wird, wenn dann beim Punting die Gärten und Türme Oxfords an einem vorbeiziehen, sind Ängste und Sorgen vergessen. Für Jane Curran ist Oxford dann die großartigste Stadt der Welt. I do love Oxford. The feeling. Ich liebe Oxford. Überall der Geist vergangener Jahrhunderte. Und das verbindet sich mit der Moderne, den Erfindungen von heute. Man kann jeden Tag eine der großen Zeitungen aufschlagen und es wird immer irgendwie Oxford vorkommen. Ich lese das immer und denke, oh, schon wieder Oxford. Manche Besucher sagen, hierher zu kommen, ist die Realisierung eines Traums.
Vor allem Amerikaner sagen oft, ich habe immer davon geträumt, nach Oxford zu kommen. Jetzt bin ich da und es ist atemberaubend. Wer Patrick McFarlane nach den besten Momenten seines Studentenlebens hier fragt, muss nicht lange auf die Antwort warten. Es hat mit Rudern zu tun. Ich erinnere mich an einen bestimmten Moment. Es war in meinem ersten Jahr bei einem Bootsrennen im Sommer. Das Wetter ist dann immer fantastisch und all die Bootshäuser der einzelnen Colleges, die sich am Fluss direkt aneinander reihen, sind mit wehenden Flaggen geschmückt. Und viele tausend Menschen stehen am Ufer und feuern einen an, wenn die Boote vorbeifahren. Es ist eine großartige Atmosphäre und eine großartige Kombination all der Dinge, die Oxford außergewöhnlich machen. Und wenn man es als deutsche Dozentin hierher geschafft hat, will man dann sein ganzes Leben bleiben? Julia Mannherz zögert. Oh, mein ganzes Leben, das ist ein doch etwas großer Ausdruck im Moment. Ich bin Anfang 30. Ich muss sagen, im Moment gefällt es mir sehr gut. Intellektuell habe ich wahrscheinlich hier mit die besten 2 Jahre meines bisherigen Lebens verbracht und ich würde gern noch eine Weile bleiben. Für immer, das klingt mir im Moment zu lang. Mal gucken, was passiert. Jane Curran jedenfalls, 20 Jahre älter und in Oxford aufgewachsen, könnte niemals wegziehen. Es wäre schmerzlich für mich, wenn man mich hier entwurzeln würde, wenn ich woanders leben müsste. Ich sage immer zu meinem Mann, der Ire ist, wenn du irgendwann in Irland leben willst, musst du alleine gehen. Ich kann Oxford nicht verlassen.